willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr hier seid. Ich habe wieder mal mit Silikon rumgespielt und hatte da noch so ein bisschen übrig. Und da habe ich so ganz kleine, harte Formen. Ich glaube, die sind irgendwie für Fimo oder sowas gewesen. Keine Ahnung. Das sind die. Und da habe ich einfach die Reste von meinem Silikon reingefüllt und dachte mir, da mache ich Inlays draus. Und dann habe ich da noch dieses Blatt, wie ihr seht, aus Holz. Da habe ich schon mal Silikon drauf gegossen. Das hat aber leider nicht gelangt. Und ich habe dann kein extra Silikon angerührt, weil da hätte auch ein Rest gereicht, den ich jetzt da einfach auch drauf kippe. So, und hier sieht man jetzt, dass mir da ziemlich viel von dem Silikon unter das Blatt runtergelaufen ist, aus was für einem Grund auch immer. Ich hatte das festgeklebt. Aber ja, also ich benutze jetzt hier meinen Nagelhautentferner oder wie auch immer das Ding heißt, um das Blatt da wieder rauszuholen. Das ist nicht ganz einfach gewesen, weil das ist ein Holzteil und natürlich hat das Holz Poren und das Silikon ist natürlich in jede einzelne von diesen Poren reingeschlüpft. Letztendlich musste ich das Blatt kaputt machen, damit ich es überhaupt aus der Form gekriegt habe. So, das sind jetzt hier die Kleinteile. Ich habe euch das ein bisschen schneller gemacht, weil das hat, ja, es ist ja sonst langweilig, das ist einfach da. Ich habe das also da rausgeholt, diese Inlays, und habe die noch ein bisschen beschnitten und begradigt und so weiter. Und jo, dann sind sie auch schon fertig zum Benutzen. So, das ist jetzt die Form von dem Blatt und ihr seht, das ist ziemlich unregelmäßig. Ja, und eben die kleinen Inlays, die ich da gemacht habe, ich finde die richtig süß. Die sind nicht sehr groß und sind halt für Coaster richtig gut. So, und hier seht ihr jetzt, wie ich da ganz langsam mein Harz reingieße in diese Form. Die ist halt sehr diffizil, weil die Löcher auch nicht wirklich groß sind und ich wollte keine Pipette dafür dreckig machen, weil ich ja nur diese eine Form habe. Und es funktioniert aber so auch ganz gut, wie ihr seht. Ich gieße mir jetzt hier in meine zwei Coaster Molds ein bisschen klares Harz rein und drapiere dann die Inlays da drin. Die schmiere ich vorher mit Harz ein, mit den Fingern, wie man sieht, damit die Gefahr, dass sich Blasen bilden, einfach minimiert wird. Es sind jetzt 24 Stunden und ich nehme hier meine Inlays raus und wie ihr seht, es geht eigentlich ganz ohne Probleme. Jo, und ich finde es eigentlich ganz gelungen.
Das Blatt herauszuholen, war ein Krampf, weil man muss bedenken, dass das eine hölzerne Vorlage war und Holz hatte einfach eine Struktur. Und da das Silikon alles abformt, wo es reinlaufen kann, ist das ein bisschen schwierig, da rauszukriegen. Aber es ging dann trotzdem. So, was ich anschließend gemacht habe, ich habe die Blümchen mit Mika-Powder angemalt, aber das ist sehr blass geworden und ich habe mir schon gedacht, dass man das nicht so arg sieht. Naja, ich habe dann trotzdem schwarzes Harz aufgefüllt, eben bis die ausgefüllt wurden, diese kleinen Beulen und habe das dann trocknen lassen. Und am Schluss habe ich gedacht, ich brauche einfach noch ein bisschen Bling Bling, um das einfach ein bisschen zu kaschieren, dass das alles viel zu dunkel geworden ist, bestimmt auf der Vorderseite. Habe ich einfach mir hier so irisierende Pailletten genommen, habe die mit Harz vermischt und habe das hinten drauf gemacht. Jo, das seht ihr hier. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Das zeigt YouTube, dass die Leute interessiert sind an den Dingen, die ich tue und das befähigt mich weiterhin, tolle Videos für euch zu machen. Dankeschön! So, das ist das Ergebnis und wie ihr seht, es ist leider von dem Mika-Puder nicht viel zu sehen. Jo. Aber ja, man lernt nie aus. Nächstes Mal werde ich erst die Inlays anmalen und dann eingießen. So, und hier seht ihr, da ist mir der Schwarz ein bisschen an der Seite über den Rand gelaufen. Das hat man von der anderen Seite gar nicht so gesehen, aber hier sieht man es eben.